Ein wohl eher ungewöhnlicher Anblick bot sich am Samstag, den 17. Dezember 2016 im Lumdatal. Ein Triebwagen der Baureihe 628 macht sich von Lolla auf den Weg nach Stauffenberg-Mainzlar, um die Lumdatalbahn zu befahren. Manfred Lotz vom Verein Lumdatalbahn e.V. Wir haben diese Sonderfahrt nochmal für das letzte Jahr angeboten, damit die Leute nochmal so ein bisschen auf den Geschmack kommen. Und unter dem Motto fürs neue Jahr, also ins neue Jahr reinfahren. Also letzte Fahrt für dieses Jahr und mit Schmackes oder mit Schwung ins neue Jahr und wollen dann sehen, wie es im neuen Jahr aussieht. Das klingt gar nicht so ungewöhnlich, doch fahren auf der Lumdatalbahn gar keine Personenzüge. Und diesmal sollte er sogar zum vorerst letzten Mal fahren. Stillgelegt wird die Strecke aus dem Grund, die Hessische Landesbahn hat also die Dittje-Werke oder RAI in Mainzlar bedient mit Güterverkehr. Der Güterverkehr wird auf die Straße verlegt, auf LKWs, und die Dittje-Werke haben kein Interesse mehr daran, dass dort gefahren wird, und hat also der Hessische Landesbahn gekündigt. Die Kündigung ist zum 31.12. ausgesprochen. Daraufhin hat also die Hessische Landesbahn den Antrag beim RP gestellt, die Strecke stillzulegen, weil sie aus der Verantwortung raus wollen. Und im Moment haben sie dann auch keine Verantwortung mehr, ab dem 1.1. Der Verein Lumdatalbahn e.V. bemüht sich seit vielen Jahren um eine Reaktivierung der Lumdatalbahn. Der Abschnitt von Mainzlar nach Rabenau-Londorf ist bereits stillgelegt. Der Abschnitt von Lolla nach Mainzlar, auf dem zuletzt noch Güterverkehr stattgefunden hat, steht damit kurz vor der Stilllegung. In dem Moment, wenn jetzt stillgelegt ist, darf überhaupt keiner mehr fahren. Das ist richtig. Deshalb ist das Bestreben der Lumdatalbahn, des Vereins, dass wir diese Stilllegung jetzt wieder rückgängig machen können. Aber inwiefern wir jetzt dazu in der Lage sind, das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Aus dem Grund, weil die Politik momentan die entscheidenden Fäden zieht, die in Gesprächen mit der Deutschen Bahn sind, die in Gesprächen mit anderen Institutionen sind, um uns weiterzuhelfen, damit wir auf der Strecke Sonderfahrten machen können. Die lokale Politik vor Ort hat auf jeden Fall schon ihre Unterstützung zugesagt. So Annette Bergen-Krause. Ich bin die Bürgermeisterin der Stadt Allendorf-Lumter, die einen Anfahrtspunkt der Lumdatalbahn eben momentan nicht ist, aber zukünftig wieder werden soll. Wir haben als Kommune im ländlichen Raum, nach uns kommt noch die Rabenau, die auch ein hohes Interesse hat, die Strecke zu reaktivieren. Und sowohl ich als auch der Kollege Hilgärtner aus der Rabenau sitzen beide im Kreistag und bemühen uns natürlich auch auf dieser Ebene entsprechend tätig zu sein und den Verein dahingehend zu unterstützen, einmal jetzt die Sonderfahrten durchführen zu können, aber mittel- und langfristig eben die Strecke zu reaktivieren. Entschieden werden muss das aber auf Landesebene. Ein besonderer Dank des Vereins Lumdatalbahn e.V. geht an Annette Bergen-Krause, Bürgermeisterin der Stadt Allendorf-Lumter, die sich sogar finanziell an dieser vorerst letzten Fahrt beteiligt hat. Ja, das habe ich getan, weil ich der Auffassung bin, dass man, wenn man solch ein Projekt in der Region haben will oder speziell auch in dem Ort haben will, dass man es unterstützen muss. Und eine Form der Unterstützung kann eben sein, als eine solche Sonderfahrt eben finanziell auch zu unterstützen. Der Verein Lumdatalbahn e.V. zeigt sich gegenüber der Politik hilfsbereit und sieht der Zukunft positiv entgegen, so Manfred Lotz. Fürs neue Jahr sieht es insofern gut aus. Der Verein wird jetzt dem Landkreis Gießen ein Angebot machen in der Zusammenarbeit, wie wir als Verein Lumdatalbahn mit dem Kreis die Strecke wieder befahrbar machen können, so schnell wie möglich. Der Kreis hat also zweimal 50.000 Euro eingestellt, einmal für die Streckenpflege und für die Unterhaltung auf 2 Jahre, also 2017, 2018. Und einmal 50.000 Euro, um mit der Deutschen Bahn ins Gespräch zu kommen über diese Strecke. Unser Ansinnen ist es, dass wir, sagen wir mal, als Ziel den Allendorfer Nickelsmarkt befahren können im nächsten Jahr, der im November stattfindet.
Und so machte sich am Samstag, den 17. Dezember 2016 gegen 16 Uhr der Triebwagen 628-223 der Kurhessenbahn aus dem Jahre 1987 zum vorerst letzten Mal auf den Weg von Stauffenberg-Mainzlar nach Lollar.